Natürlich freue ich mich, dass die Studienbeiträge jetzt abgeschafft worden sind. Wenn man, so wie ich, sich 1,5 Jahre dafür einsetzt, dass sie wegkommen, dann ist die Freude groß, auch die Erleichterung. Andererseits gibt es natürlich schon etwas Verstimmung, dass es so lang ging, dass die Regierung, dass CSU und FDP so zögerlich waren, sich nicht einigen konnten. Jetzt ist es so, dass die Studierenden erst im nächsten Wintersemester befreit wären. Wenn man schneller agiert hätte, dann wäre es jetzt schon im Sommersemester der Fall und das wäre mir natürlich viel lieber gewesen.